2:2. Hättest du nach der ersten Halbzeit noch gedacht, dass ihr unentschieden spielt? Ja, also spätestens, ich sag mal, nach den 90 Minuten heute fehlen mir so ein bisschen, also mir fehlen komplett die Worte. Ich bin jetzt auch gerade wirklich emotional geladen und enttäuscht, muss ich es wirklich sagen. Darum will ich auch nicht viel Worte verlieren. Spätestens nach der letzten Woche in Oberachern spielen wir eine sehr gute erste Halbzeit und brechen komplett ohne Grund ein. Ab der 46. Minute geben wir das Spiel aus der Hand, genauso wie heute. Und wir müssen sogar froh sein, dass wir das Spiel heute nicht mehr verlieren. So eine zweite Halbzeit als Einheit, auch zu Hause heute nach letzter Woche, kann man einfach nicht abliefern. Da gibt es keine Erklärung dafür. Und ich weiß es nicht, da muss irgendwas nicht stimmen, dass wir zweimal in Folge so zwei unterschiedliche Halbzeiten spielen. Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann sagen, dass ich 100% gegeben habe, aber mehr will ich jetzt auch dazu jetzt nicht mehr sagen. War natürlich auch kein so ein guter Vorlauf zum Pokalspiel am Mittwoch, oder? Wie siehst du es? Oder ist am Mittwoch einfach wieder ein anderes Spiel für dich? Ja, natürlich, ein anderes Spiel ist es schon, natürlich. Das Spiel heute müssen wir jetzt so schnell wie möglich aus den Köpfen kriegen. Am Mittwoch wird es nochmal schwer, vor allem nach den letzten beiden Punktspielen. Da müssen wir uns auframpeln und dann sieht man, ob wir eine Mannschaft sind und was wir am Mittwoch machen. Aber das wird ein sehr, sehr wichtiges Spiel und da geht es wieder von Null los. Aber so wie heute und letzte Woche in der zweiten Halbzeit, da wird es nicht gut aussehen, dass wir weiterkommen. Was denkst du in Bezug auf die ersten beiden Tabellenplätze? Nein, also ich denke mal, auf die Tabelle brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr gucken. Ich weiß nicht, wie die Konkurrenz gespielt hat, aber normalerweise wird es ganz, ganz schwer. Klar, müssen wir gucken, das sind glaube ich noch 7 oder 8 Spiele, dass wir so viele Punkte wie möglich holen. Heute haben wir 2 verschenkt, sage ich mal so, aufgrund der zweiten Halbzeit, aber wird ganz, ganz schwer, nochmal vorne, ganz vorne anzugreifen.